Ja, wenn ich aber die Übersetzung ändern will, muss ich quasi stehen bleiben, der Riemen umlegen. Ich war noch gar nicht mehr zu Hause. Aber das wäre uns zu gefährlich, die große Übersetzung zu probieren. Wir wissen auch nicht aus den Unterlagen, ob die überhaupt verwendet wurde. Ich nicht. Also nur das, was ich. Mehr haben sie nicht. Und wenn dann der Stand zu niedrig wird, wenn er schlecht vergast, dann muss man wieder nachtanken. Okay. Aber das hat damals. Hier verdampft oder was haben wir hier? Und hier haben wir den Tank für die Glührohrzündung. Also das befeuern wir mit dem gleichen Kraftstoff. Früher hat man dafür das Daimler-Patent, die Glührohrzündung. Okay. Wie schwer ist das Gefährt? Reagiert sehr, sehr sensibel. Was ist denn die Drehzahl ungefähr, wenn sie jetzt, wenn das so vor sich hin tuckert? Und mit dem Fahrhebel spanne ich, wenn ich fahre, den Riemen an, ja? Durch eine Zwischenrolle, ja? Und dann habe ich Kraftschluss auf das Hinterrad, Zahnrad getrieben. 9 Uhr, 10 Uhr, 8 Uhr. Eisen ist es auf dem Asphalt schon kritisch. Und die hatten ja früher viel Kopfstein, war also genauso gefährlich. Und Laufbuchse und läuft dann nach unten ab ins Kurbelgehäuse und schmiert dann unten noch die Lager. Geachtet, obwohl da waren wir schon sehr einfallsreich, ja. Weil der Maschinenbau und der Dampflokomotivenbau war ja. Auf der Seite hat er Luft angesaugt, warme Luft vom Zylinder erwärmt und dann über den Gemischregler hier. Das Messingteil haben wir den Vergaser. Hier saugt er die Luft an, die erwärmte Luft vom Zylinder. Hier haben wir einen Regler, hier wird das Gemisch geregelt und dann zum Einlassventil geleitet.